So, lassen wir den Käse irgendwie 10 Minuten aufwärmen, dann hau ich das Ding rein, mach nochmal 10 Minuten und dann passt das. Und ich brauche Batterien für die Wiimote, merke ich gerade. Weil ich glaube, das Spiel muss man mit Wiimote spielen. Das kannst du nicht mit irgendwas anderem spielen. So. Shit, wo stelle ich nachher die Pizza hin? Ich muss ja hier Platz machen mit dem Gamepad. Vielleicht kann ich es auch ganz wegräumen. Ich würde nur aufpassen, dass es nebenbei lädt. So, passt. Hab Amiibo. Ach stimmt, du musst ja im Amiibo Party. Ja, wow. Auf Gamepad ist genug Platz für die Pizza, aber ist das nicht ein bisschen warm? Die Bowser Party könnte ich nur als Bowser spielen. Spiel Mario Party. Wie jeder einfach sagt, ich soll die Pizza auf das Gamepad stellen. Das ist ein... Achte beim Verwenden der Controller auf Dings. So, ich kann glaube ich gar nicht alleine spielen. Ich kann nicht spielen, weil ich keine Remote habe. Was ist das? 51 Party Family Games? Aber ihr gebt mir eine Sekunde, wie ich schnell den Timer einstellen kann. So, perfekt. Um 10 Minuten bimmelt das. Das ist nicht ganz so schlimm. So, mit der goldenen Zelda Remote wird das eine angenehme Erfahrung, weil wenn eine Sache in D-Cube machen kann, dann sind es gute Minispiele. Ich spiele einfach gegen dich selbst. Ich könnte einfach den Amiibo-Modus gegen mich selber spielen. Ah, ich weiß, warum wir den noch nie über Stream gespielt haben. Weil die Minispiele ja trotzdem gespielt werden. Ich muss mir halt mal Leute einladen für den Amiibo-Modus, das wird lustig. Oder Cringe, eins von beiden. Ich krieg die Batteriebox nicht aus, ich hatte zugeklebt, weil ich verreist bin. Weil ich nicht wollte, dass ein Haufen Batterien in meiner Tasche frei rumfliegen. Nachher bilden die rein, wenn ich einen Stromkreis und töte mich oder so. So, zack. Gehst du? Ah, hab eine. Kann losgehen. Oh, wir sind natürlich Daisy. Und die anderen sind, okay, ihr dürft die Computer festlegen. Jo, stimmt, man konnte mit weniger als 4 spielen. Wir spielen trotzdem mit 4. Oder spielen wir mit 3? Wir können auch mit 3 spielen. Also, wie gesagt, Flutter, Taschenluftgeist und Kerbo legen jeweils einen Charakter fest. Jeder darf sich einen aussuchen. Gibt leider Birdo nicht, also tut mir leid dafür, Tashi. Okay, Kerbo will Rosalina. Aber warte, das bin ja ich. Ah, scheiße, ich kann die nur random ändern. Wie dumm. Ich will Daisy. Ich will Daisy. Gib mir Daisy. Oh, warte, doch, ich kann sie ändern. Sekunde. Ah, okay, es geht. Ich habe rausgefunden, wie ich muss das Gamepad benutzen. Nimm das Gamepad. Josh für... Ja, aber hey, das Gamepad liegt bei. Flutter ist, glaube ich, nicht da, weil wir spielen mit 3 Leuten. Wir spielen nur zu dritt. Einfach, weil es geht. So, die Frage ist, welche Map spielen wir? Pilzpark, Spukpfad, Bizarro-Riff, Luftschiffhafen oder Chaos-Schloss? Vor allem, die sind gar nicht lang, die Spielmodi. Ich will die Spukwelt spielen. Ich meine, es ist November. Ich kann noch was einstellen. Magische. Ah, okay, ich kann es erst später in ein Minispielpaket. Ohne Glück. Perfekt. Da sage ich nicht nein zu. Ohne Glück. Okay, eventuell sollte ich jetzt einstellen, damit ich keinen Delay mehr habe. Bei dem anderen Spiel war das egal, weil ich auf dem Gamepad gespielt habe. Aber jetzt sollte ich so umstellen, dass ich... Es ist Zir November. Also hätte ich eine Ice Map nehmen sollen. Aber visuell sieht das Spiel schon schön aus, so. Ich komme in eine Party und kritz auf dem Spiel bereits Spukwarten. Der Spieler, der am meisten Ministerne in Minispielen und auf dem Brett sammelt, gewinnt. Viel Glück. Rippt meine Stimme. Warum klingt die Musik wie Weihnachten? Okay, weil es so die Startmusik war.
die Festung da drüben an. Ich mag das Gamepad. Schaut euch das Gamepad an. Was? Eben gerade war da noch so ein... War da einfach nur so eine Metall-Bowser-Luke mit sie auf den Fernsehbildschirm. Ich wusste nicht, dass wir gegen Bowser spielen. Er ist einfach da unten. Er ist einfach da. Er ist eingesperrt. Ich glaube, in 5 Zügen wird er freigelassen. Ich dachte, man spielt hier ohne Bowser. Keine Ahnung, Würfel halt. Mach den Würfel größer! Oh mein Gott, wie riesig der ist. Er will uns fressen. Wirf das Game weg! Auf den Schildern befinden sich Würfelzahlen! Oh, jedes Mal, wenn jemand eine bestimmte Zahl würfelt, geht eine von den Nummern weg, okay. Aber wir von 5 weiteren Schlössern in seinem Käfig gefangen gehalten wurden, alle Würfel blitzbrändlich. Ich habe einen Spezialwürfel, es ist der... Schnarchwürfel oder der 01. Es ist ein binärer Würfel. So, Körbo ist am Zug. Was wird Körbo machen? Mini-Sterne platzieren! Und Minispiel. Ach ja, die kommen ja nur in bestimmten Situationen. Versus Free. Also eigentlich Free for All. Aber wie gesagt, ich mag es, dass du Mario Party in dem Spiel halt nur zu dritt machen kannst. Das würde auch bei einer normalen Party gehen. Weil wir haben die 2 gegen, also die 1 gegen 3 Minispiele so gebaut, dass du, oh Gott, springen mit A, okay, es geht. Sie haben es halt so gemacht, dass du dann halt, dass das Team dann weniger Leute hat und die Zeit und sowas gebalanced ist. Das ist eigentlich voll cool. Deshalb eigentlich schade, dass sie das nicht in die späteren Spiele gemacht haben. Oh fuck. Rosalina, kann ich ein Attentat auf dich verüben? Oh, fuck! Hab ich sie gefutztoolt? Hab ich überlegt, weil ich sie gefutztoolt habe? Ist das gerade wirklich passiert? Ist das die Smash Brothers? Außerdem, Kategorie. Mario? Party 10. Wir müssen sich jetzt alle zusammen bewegen. Was ist das denn für ein Rotz? Das ist der Rotz, der von 2011 oder so. Oder 2010 kam, glaube ich, mal Party 9. Mario Party 9 war damals so ein faszinierendes Spiel. Es gab Bosskämpfe. Wie groß kann ich den Würfel machen? Es gab Bosskämpfe, das war cool. Also ich mag zum Beispiel Bosskämpfe in Mario Party. Das ist ein cooles Konzept. Aber, keine Ahnung. Das ist halt auch nicht das Wahre. Am besten wäre es halt, wenn sie beide Bretter irgendwie bedienen würden. Beide Modi. Das hat mir so tierisch an Super Mario Party gefallen. Weil du basically beide Spielmodus spielen könntest. Den aus Star Rush oder aus ich glaube, es war Star Rush. Und halt den alten. Alles zusammen in einen Game stopfen, ja. Und möglichst nicht an die Bretter gebunden. Vorsicht vor dem Buhu. Wie wäre es, wenn ich dann einfach den hier mache? Ich mache einfach nichts. Ich krieg noch einen Spezialwürfel. Krieg jetzt einen besseren? Oh, ich krieg einen großen Schnellwürfel. Okay. Versteckt worden. Oh oh, ich darf. Versus. Doink. Gehört es Bowser. Bowser wird noch von 3 Schlössern festgehalten. Es muss noch eine 2 gehört werden. Den Screen meinte ich. Den Screen wollte ich heute vorhin zeigen. Da ist einfach nur so eine Bowser-Luke und unten steht sie auf dem TV-Bildschirm. Okay. Oh Gott, behalte den Chiger mit den meisten Donuts im Auge. Das ist so ein typisches Super Mario Party Minispiel. Erinnert mich aber an das Kuchenspiel aus Mario Party 6. So, wer die meisten? Der Rechte. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich kann ja auch, da wir gegen Computer spielen, kann ich ja den hier machen. Solltest du halt nicht mit menschlichen Spielern machen. Ich drücke. Okay.
Bowser wird erst losgelassen, wenn wir jede Zahl einmal gewürfelt haben. Außer die 0. Oh Scheiße, ich hab nicht hingeguckt! Ich wusste nicht, dass das mehrere Runden geht! Ich nehme irgendeine. Oh mein Gott! So dead! Okay. Einfach nochmal aufpassen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Er ist wieder hier, er ist wieder hier, er ist wieder hier. Ich hab Vertrauen. Ja! Okay. Die Donuts werden mein sein. Aber oh mein Gott, mit Yoshi geteilt, weil ich einfach reingeschissen habe in der zweiten Runde. Oh mein Gott, diese Donuts mit dem Pilzmuster. Ich hoffe, die werden in Nintendo Land verkauft. Danke, Neko. Warum danke? Ach so, hat der Neko einen Gift spendiert? Ja, Neko ist von ein bisschen... Sie hat ein bisschen Geld da gelassen. Das war cool. Viel Spaß mit den Emotes. Ich mag den tanzenden Toppi am meisten. So. Kirby wird von Buhu belästigt. Einfach abgeschleckt gegen den Willen. Nach einem Buhu, wenn du zum Stehen kommst, kannst du dafür sagen, dass der Buhu wieder heimsucht. Ich glaube, ich mache hier kurz eine Pause. Ich kümmere mich um meine Pizza. Vielleicht geht's gleich beim Minispiel weiter. Was ist passiert? Muss ich was tun? Der Nullerwürfel. Das hat er ausgelöst. Einfach Toadhaus. Oh mein Gott, das ist auch das beste Emote. Also beide sind super, diese animierten halt. Buhu-Wechsel. Auf dem Feld. Auf dem Feld ändert sich durch das Buhu-Rolle der Spieler, der von einem Buhu heimgesucht wird. Wett nicht, wett nicht, wett nicht, wett nicht, wett nicht. Ich bin besessen. Du Haufen Scheiße! Es wäre sinnvoll. So kriegen wir auf jeden Fall die Ministerne. Plus 8, die wollen wir haben. Aber, oh shit, er wird richtig wütend auf dem Gameplay. Ist so, lass mich raus, lass mich raus. Und eine 6 darf ich halt nicht würfeln. Deshalb, es wäre gut, wenn ich eine 5 würfel, aber nicht so, wenn ich eine 6 würfel. Stark. Perfekt. Bowser bleibt einfach drin. Zack, meine Mini-Sterne. So, Ausrufezeichen oder Buhu? Weißt du, Buhu-Feld heißt ja, dass sich der Spieler ändert, deshalb. Ja, haha. Nimm den Dreck zurück. Soll ich das Gamepad schmeißen statt den Würfel? Ich würde versuchen, dies zu vermeiden. Nein, ich glaube, mein Strom geht nicht mehr. Scheiße, der Stromkreis ist unterworfen. So ist besser. Bowser ist wirklich alle paar... Es ist eigentlich ganz süß gemacht mit der Animation. Das ist free. Podest-Posen, das kenne ich aus Mario Party. Superstars. Wenn ich so drüber nachdenke. Und man kann plattgestampft werden. Boah. Nichts wie rein da. Just kidding. Alles gut. Wir sind im Gruselwuselland. Aber eigentlich ist es ganz easy. Du täuscht ein bisschen an und achtest ein bisschen auf die Zeit. Und sobald eigentlich niemand drauf achtet, bist du so... Yeah! Okay, ich wurde auf brutalste weggedingst. Mir gefällt, warum guckt sie gerade so? Oh. Und Yoshi ist so. Das ist doch das Spiel, wo jeder Platz eine eigene Pose hat oder so. Das ist ganz merkwürdig. Das weiß ich nur wegen Germi.
weil er da mal Sachen aufgenommen hat. Yoshi? Eat shit. Oh nein! Nur noch eine 2! Wir brauchen nur noch eine 2 und Bowser lacht. Was? Was ist denn? Bowser lacht auf seinem Käfig zurückkommen! Nur noch ein Schlot! Boah, eigentlich müsste ich meine Webcam permanent auf das Gamepad richten, aus Prinzip. Nein, ich zeig das ungern, weil dann lädt er nicht mehr. Ich hab gedacht, jetzt kommt ein Bowser und nimmt dir die Hälfte. Schieb da weg! Zieh dich vor! Sieh mal da drüben! Ich will das wirklich nicht mehr vorlesen. Wenn du es bis zu einer Straßenlaterne schaffst, kannst du den Buhu loswerden. Oh, er hat sich einfach gegönnt. Und Mini Bowser Jr. fällt. Ich überlege gerade, macht es Sinn? Ich bin als nächstes dran. Macht es Sinn? Bosskampf. Ja, weißt du was? Will man Bosskampf, weil dann bin ich der Solo-Q-Player. Nein! Bowser ist frei! Er ist frei, Leute! Oh, warte, kann ich ihn laut machen? Er hat einfach geschrien. Das war das Leitmotiv aus Mario 64, dieses Bowser schon richtig hot. Daisy, du hast mich befreit. Dafür schnappe ich mir ein paar von deinen Mini-Sternen. Shadow Ball of Destruction. Black Hole Power. Activated. Ich werde jetzt ein paar Bowser-Felder auf dem Spielfeld verteilen, damit es spannender wird. Ein paar Meteoriteneinschläge. Es war doch gescriptet. Also die Aufmachung ist schon geil. Wenn die so ein Mario Party Remake machen, wenn der dann die Bowser-Felder so auf die Map schmeißt, schon geil. Das Licht der Straßenlaterne hat den Buhu verschrieben. Das ist jetzt Toads neue Stimme. Mini-Boss-Kampf. Muss mal auf die Zeit schauen, nicht dass irgendwas passiert. Vorschlag Bruders Kartenchaos? Oh mein Gott, einfach ein richtig großer. Wie geht das Spiel? Ich habe nicht aufgepasst. Merke die Kugelkarten und setze sie ein. Ah, okay, er kickt einfach welche raus und ich muss dann eine anwählen. Bestimmt kann er die auch drehen. Oh, er steckt fest. Aber ich kenne die eigentlich als Sumo Brothers oder als große Hammerbrüder. Kommt einfach mit dem Vorschlaghammer, also. Da sind 3. Hammer sollten wir nicht benutzen. Und jetzt haut er eine davon weg, gell? Ja, war klar. Jetzt hat da unten. Yoshi, nein, ich bin schneller als du. Yoshi, so. Wir haben schon mal darüber geredet, dass es mehr Sinn macht, wenn Computer so ein bisschen zittern in ihrer Bewegung hätten. Das würde reichen. Oh, ich glaube, das war so eine von den Hammerkarten. Wirklich? Bonk. Ich glaube, das ist eine längere Geschichte. Ja. Ich hätte das nicht jetzt machen sollen. So, da und da ist einer. Also wenn die so ein bisschen zittern würden beim Auswählen. Nein, nicht dein fucking Ernst! Okay, dann nehme ich die da oben. Wir werden auch in der Reihenfolge angreifen, die wir gewählt haben. Wie wär's, wenn ihr auch mal sinnvolle Karten wählt? Ich werde die da unten. So, was ist mit krassem Storm? Irgendwann gibt es mal Party Adventure. Aber es gibt theoretisch gesehen den Game Boy Advance Teil, der hat quasi eine Story. Oh shit, mega Pissigkeitsmodus aktiviert sich.
So, hier sind welche, da sind welche. Merken wir uns den. Merken wir uns diese komische Wellenform. Dann passt das schon. So, und die verschwinden jetzt und dann, ja. Okay, ich will den da unten und danach will ich die beiden. Okay, ist die Story beim Game Advance Teil. Ach so, es gibt kleinere Stories. Du hilfst zu kleinen NPCs. Die haben so Story-Arc, wie zum Beispiel, es gibt so einen komischen, es gibt irgendeinen Charakter, der ist quasi Sherlock Holmes. Das ist so ein Toad. Und der versucht immer Fälle zu lösen und, das, und du musst ihm dabei helfen. Es gibt so einen geheimen Fanclub an, so Mario Party Advance ist auch so ein Spiel, das müssen wir einfach mal im Stream eine Weile spielen. Vielleicht werde ich warm damit. So. Einfach hier die V-Form merken. Und auf der linken Seite sind halt mehr. Na okay, dann hier unten. Nein, nicht den nehmen. Rosalina, aus. Nein, das ist meiner. Den habe ich schon gewählt für die Zukunft. Sie könnte jetzt legit den letzten Schuss machen. Und letzter Treffer. Professor Toad, nein. Ja, der hat solche Strich. Also er hat solche geschlossenen Arme und ist etwas breiter und kleiner. Ich habe trotzdem gewonnen, okay. So, gleich sollte mein Essen fertig sein, deshalb... Ja, 10 Sekunden! Bin gleich wieder da. Dann mache ich mir hier ein bisschen Platz. Nein, mein Strom, mein Strom, mein süßer Strom. Viel Spaß erstmal im Lurk. Dann kann es hier weitergehen. Und die Remote-Anpassung ist nicht ganz so schlimm. Ich habe Bücher am Start. Ah, ich wusste nicht, dass Rosalina als nächstes dran ist, sonst hätte ich einfach sagen können. Mach das so. Gruseliger Baum oder kein gruseliger Baum? Ja, ich wollte gerade anfangen. Aber gut, dann kann die Pizza noch ein bisschen abkühlen. Battle Minigame. Es geht um 5 Ministerne von jedem. Einfach ohne Worte nuckst du uns ab. Danke dafür. So, Balanceball gerade, Stachelkugel, Sprint. Das sieht wie einfach aus, dass man so spielt. Wahrscheinlich erreiche das Ziel, ohne zu sterben. Ja, macht Sinn. Einfach nur nicht getroffen werden. Ich weiß, manche Leute mögen es nicht, aber es ist irgendwie cool zu sehen, dass die modernen, also dass diese Mario Party 9 und 10 sehr viel Zeug benutzen, was halt aus der Main-Reihe, in dem Fall New Super Mario Bros., was man halt kennt, wie zum Beispiel diese drehenden Morgensterne, die sehen 1:1 aus wie New Super Mario Bros. U und keine Ahnung, die Castle Walls. Ich meine, es ist cool, dass viele halt ihre eigene Identität haben. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Hey, Rosalina, möchtest du nicht vorgehen und sterben? Danke. Hast du Glück gemacht. Hm.
Aber halt, das ist halt süß, so auch in den modernen Paper Mario Spielen. Ich mag nicht, wie sie mechanisch funktionieren, aber ich mag es, dass sie viele der Gegner, die man halt aus der Hauptreihe kennt, eingebaut haben. Trotzdem braucht es ein paar einzigartige Gegner. Damit ihr mich nicht falsch versteht. Und ich werde doch jetzt 100% den Würfel benutzen, um nicht den Buhu nehmen zu müssen. Und Wechsel. Bitte macht, dass ich nicht nochmal dran bin, ich schwöre. Oh mein Gott, danke. Und sie kriegt's auch nicht. Ich hätte das bekommen können. Schlag seine Nase. It has to be this way. Aber gut, immerhin kriegt Yoshi den Shit. So, von daher soll's mich nicht stören. Oh ja, yeah, schlägt ihn über die Zacken. Ätze schmeckt so gut. Und Bowser fällt. RIP. The Memes! Es gibt Bowser-Revolution in dem Spiel? Das ist das Äquivalent, als würde man deine Sterne in einer normalen Mario Party equalizen. Für eine Bowser-Revolution. Zuerst nehme ich euch alle mit die Sterne weg. Und dann teile ich sie gleichmäßig auf. Ich habe einfach 7 Verlust gemacht. Ich habe hier faire Verhältnisse gesorgt hier. Und die Anzahl der Mini-Sterne, alle Spiele auf 6 gesetzt. Aber mir fällt auch, ja, Bowser. Oh, er hat den Rest behalten. Aber ja, Bowser rennt uns gar nicht hinterher. Er ist einfach nur am Anfang quasi genervt. Okay, immerhin hier noch. Kriege ich irgendeinen Käse? Pech gehabt. Minispiel! Was wird es für ein Minispiel sein? Es wird ein 3-Spieler-Minispiel. Bienenblockade. Oh, es ist quasi Feuerseil. Ich verstehe. Ist man raus, wenn man... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bienchen. Okay, man hat 3 Leben. Imagine Feuerseil, aber man hat 3 Leben. Oh mein Gott. Not the bees. Warum stehen die... Warum steht ihr nur rum wie Vollidioten? Sie stehen einfach rum. Bedrohlich. Der Tohu. Can you feel the Tohu? Außerdem, perfekt. Ja, Metal Gear Rising hast du auf jeden Fall mir irgendwie interessant gemacht. Du hast Mario Party teil? Hat? So, das heißt, das Spiel ist Lost Media? Bye, Bowser. Der Service wurde eingestellt. Du glaubst also, du kannst 10.000 Mini-Sterne halten? Ja. Ja, das kann ich. Wow. Ich habe, als ob ich dir tatsächlich 1.000 geben würde. 10.000. Wie sehe ich denn aus? Grüßes oder was? So, bitte keine 2. Dankeschön. Aber hier sind überall Bowser-Felder, das ist ja schrecklich.
Und wir sind auch fast am Ziel, so. Das habe ich gerade gesagt. Es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Sehen wir uns mal an, wie viele Mini-Sterne ihr habt. Ah ja. Der Spieler auf dem letzten Platz erhält von mir einen langsamen Würfel. Yeah, einen langsamen Würfel und einen besonderen. Und jetzt an darf der Spieler auf dem letzten Platz entscheiden, welches Minispiel gespielt wird. Das ist ja wohl mehr als fair. Gibt es Videos von dem Spiel? Das würde mich interessieren. Wir befinden uns auf der Zielgerade. Seid aber der letzten Feldern besonders auf der Hut. Wetten, diesmal geht's zu mir? Okay. Vorwärts! Mit Volker Aho! Durch die Mini-Sterne! Oh nein! Ich könnte jetzt volle Kanne. Trifft den Josh! Trifft den Josh! Trifft den Josh! Trifft den Josh! Trifft den Rosch! Okay. Ich bin safe. Sie kann sich die Zahl selber bestimmen. Und sie nimmt eine 4. Was wird jetzt passieren? 10 Mini-Sterne und gar nichts. Nee, zurück. Oh mein Gott, jetzt kriegt sie noch mehr Mini-Sterne. Was war das gerade für ein Five-Hat-Move? Aber hey, jetzt kann ich auch 10 bekommen. Nein, Yoshi bekommt 10. Nein, das gibt's doch nicht. Wir exploiten hier die Hölle. Ich werde einfach abgezogen. Und Minispiel. Aber hey, vielleicht kann ich jetzt auch exploiten, so. Exploit, maybe? Pretty please? Na gut, aber ich habe jetzt genug, von daher reicht's. Nicht auf Bowser. Der Boo ist tot. Und irgendwelches Glücksrad. Stibitzen! Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wenn es viel zu holen gibt, dann freue ich mich auch darüber. Yoshi hat die zweiten meisten, glaube ich, gehabt, deshalb. Oh, wie viel? Die Hälfte, komm schon, gönn! Na, nicht mal 10. Aber naja. Ich will mal nicht meckern, das war umsonst. Und direkt zum Boss. Ich muss das Minispiel jetzt gewinnen, das ist euch bewusst. Weil sonst hat Rosalina einfach in letzter Sekunde gewonnen. Der Final Boss ist... König Buhus Feldwürmer. Also ich muss auf jeden Fall besser sein als Rosalina. Dünger Felder mit Licht anzugreifen. Okay, also mehr eigentlich nicht. So, das ist ein actionlastiges Spiel. Es ist der King höchstpersönlich. Denn ich bin heute King. Dann bin ich Königin des Spade Parks. König, Königin, keine Ahnung. Oh, das sind. Die Plattformen sind fake. Spring ins Feld. Ich will. Hallo? Was ist das eigentlich für ein Käse? Verzieh dich! Nein! Oh, was? Attacke! Und jetzt wird's auch zurück. Der Schweizer! So, wo sind jetzt die Falkenbus? Die Bus sind dort. So, diesmal bin ich auf der Seite mit den größeren Feldern, deshalb. Zack, sie ist tot. Da mache ich den hier. Zack, abgelutscht.
Naja, passt schon. Ich glaube, das sollte ich hinkriegen mit dem schnellen Knopfgedrücke. So. Ich möchte im Idealfall... Nein! Ich wollte gerade sagen, genau das will ich eben nicht machen. Deshalb, so, und dann... Das werde ich nicht kriegen, deshalb hier hin. Und dann einfach wegsnacken! Aha! Er hat mich wütend gemacht! So, jetzt gibt's irgendeinen Plot-Twist. So, es gibt mehr von denen. Oh nein, er hat ein bisschen durchgemixt. Aber die eine wackelt, deshalb hier durch. Einfach nur Stück für Stück. Stückchen vorwärts. Bam! So, jetzt muss ich eigentlich nur der Schnellste sein, oder die? Und dann sollte er erledigt sein. Ich sollte halt wirklich auf den Final Hit sollte ich pokern. Das war so dämlich! Nein, ich hatte einfach... Oh, warte, das ist nicht der Final Hit! Ist das der Final Hit? Nein, das ist nicht der Final Hit! Das ist der Final Hit. Unangenehm. Aber nur plus 5. Oh! Ich merke auch gerade, es geht um die Hits und dann kriegen wir quasi Punkte. Ich habe also gewonnen, okay. Rosalina hat eh schlecht abgeschnitten, von daher. Wir sind beim Ende angekommen. Es wird Zeit, die Bonussterne zu vergeben. Hat den Bonussterne sehen von den 5? Der Minispielstern geht an Daisy. Und der Minusstern geht auch an Daisy. Und der letzte Bonusstern ist... Oh, warte, es gab nur 2. Ich kann das Ergebnis kaum erwarten. Aber ja, mal schauen, vielleicht spielen wir es irgendwann mal mit mehreren Leuten. Es ist definitiv eintöniger und weniger strategisch als die alten Partys, aber hey, dadurch, dass wir jetzt wieder neue Partys bekommen, können wir das viel mehr appreciaten. Zur Grafik. Was? Das heißt, wir spielen bisher ohne Grafik? Hm? Das sind Stonks! Kann ich ein Foto machen? Ah, es werden kleine Fotos gemacht. OMG, es hat 1 Dollar zur Auszahlung fehlt. No way. Da muss ich ja eigentlich bei dir zurückbuttern. Aber gut. Wahrscheinlich machen wir jetzt einfach eine Mini-Pause und um 19 Uhr beginnt Splatoon. Keine Ahnung, haben wir noch irgendeinen Käse, den wir uns anschauen können? Irgendeine Kleinigkeit? Soll das so lange laden? Willkommen in Toads Zimmer, hier kannst du im Laden mit Mario Party funkenvolle Sachen kaufen. Ui. Sachen kaufen. Kaufen wir uns die Credits. Achso, er spielt die Credits jetzt ab. Jo, ich kann würfeln. Ich kann alle Charaktere sammeln, wie cool. Daisy? Yo! Okay, das ist eigentlich ganz cool, das versuchen wir. Dafür kriegen wir bestimmt eine Herausforderung. Okay, der nächste Würfel. Wir kriegen Waluigi.
Rosalina! Ist da ein Banjo in der Musik? Ist Banjo in diesem Spiel spielbar? Oh nein, Bowser wird bestimmt alle löschen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Okay. Kein Bowser-Würfel. Ich sehe den Bowser. Ich will keinen Bowser. Ich will keinen Bowser. Okay, Wario. Sehr schön. Ich habe Minus gedrückt. Weil der Knopf verdammt nochmal hier ist. Naja, dann war das wohl Mario Party 10.